An der Ostküste des Schwarzen Meeres liegt ein kaum bekanntes Land. Nur 250 Kilometer lang, mit hohen Bergen und üppiger Vegetation. Abchasien. Kein wirklicher Staat, aber selbstbewusst von Georgien unabhängig erklärt. Von einer fast 3000-jährigen Geschichte geprägt, von einem Krieg bis heute gezeichnet. Abchasien sei die Perle des Kaukasus, so sagen die Menschen. In einem milden Klima sollen sie hier älter werden als sonst wo im ehemaligen sowjetischen Reich. Die Einwohner pflegen eine eigene Kultur, sprechen ihre eigene Sprache. Im Süden des Landes, im Dorf Kotol, scheinen die Dinge auf ihre Essenz reduziert. Eine fast greifbare Ruhe durchströmt alles. Hier leben André und seine Frau Tina. Als ich 16 Jahre alt war, hat meine Großmutter mir das Kochen beigebracht. Und seitdem mache ich es wie sie. Aber ob ich besser koche als sie? Und so ist bis auf den elektrischen Strom alles unverändert, wie schon vor Jahrhunderten. Nur kleine Requisiten verraten uns, auch hier ist die Zeit nicht ganz stehen geblieben. Die 72-Jährige bereitet zum Mittag einen traditionellen Bohnensalat zu. Die Zutaten sind beispielhaft für die abchasische Küche. Als Vorbereitung knacken wir die Haselnüsse und kochen die Brechbohnen. Dann drehen wir alle Zutaten durch den Fleischwolf und würzen sie mit Zwiebeln und Kräutern. Knoblauch kommt zum Schluss und ein wenig Ajika. So wird der Geschmack verfeinert. Ajika ist die Geheimwaffe der abchasischen Küche. Die salzig-scharfe Paprikapaste kommt in fast jedes Gericht. Ajika ist voller Vitamine, sagt man bei uns. Schon in der Vergangenheit wusste man, wer Ajika isst, der lebt länger. Es säubert die Leber und stärkt dich. Nur wenn man krank ist, sollte man mit der Menge vorsichtig sein. Wahrscheinlich wegen der Schärfe. Aber wir machen es überall mit hinein. Ajika, Abchasiens Butter. Damit sie niemals ausgeht, trocknen überall im Land die scharfen Paprikaschoten an der Luft. Die Abchasier führen ein Leben mit eindeutigen Rollen. Der Mann als solcher kocht nicht, so auch Tinas Gatte André. Der 76-jährige Veteran des Unabhängigkeitskrieges gegen Georgien reitet stattdessen. In dieser Tracht. Eine schlanke Taille. Die muss ein Mann haben. Die abchasische Tracht steht nur einem schlanken und stolzen Mann. Als 22-Jähriger hat er im damals fernen Moskau für einen Abchasier Einmaliges geschafft. 1958 bin ich als einziger Abchasier bei den Sowjetmeisterschaften im Dressurreiten gewesen. Ich habe gewonnen und wurde Champion in Moskau. Mein Volk hat mich bei der Rückkehr geehrt und gefeiert. André ist ein würdevoller Mann, ganz ohne große Geste, die sein Status als ehemaliger Armeekommandant ihm doch erlauben würde. 5 Kugeln vom Krieg stecken noch in seinen Eingeweiden. Seit einem Jahr sind die Schmerzen so stark, dass er seinen Reitsport aufgeben musste. Als ich im Krieg im Koma lag, hat ein Freund für mich diesen Sattel gefertigt. Als ich wieder aufwachte, war das sein Geschenk für mein neues Leben. Tina pflückt in ihrem Garten die letzte frische Zutat für den Bohnensalat.
Koriander. Trotz einer Hüftoperation hat sie noch große Mühe beim Gehen. Die Operation war ein Geschenk ihres Mannes. Als Kriegsheld hatte er eine Behandlung vom neu gegründeten Staat geschenkt bekommen. Dass seine Frau gehen kann, war ihm aber wichtiger als die Entfernung der Kugeln in seinem Bauch. So, mein Liebster, fehlt noch etwas? Ja, gut. Fehlt nur Salz? Nur ein wenig. Also noch etwas. Aber nicht zu viel. Stell es einfach auf den Tisch. Und wir hauen uns den Bauch voll. Und so ist nicht nur in der Ehe das zusammengekommen, was zusammengehört. Gute Zutaten mit einem reichen Ergebnis. Wir haben 8 Kinder, einen Jungen und 7 Töchter. Alle sind gesund und munter und haben sogar studiert. Gott sei Dank sind alle Mädchen verheiratet und nicht zu Hause geblieben. Manche sind in der Nähe, manche leben weit weg. Der Krieg hat uns getrennt, aber wir sind alle am Leben. Mit Kindern und Enkelkindern sind wir 42 Personen. Wir sind zufrieden. Alle Lebensmittel hier frei von jeglicher Chemie. Der Hausherr spricht einen Toast. Euch soll nichts Schlechtes in diesem Land widerfahren, denn ihr seid für eine so gute Sache unterwegs. Ihr sollt so lange leben, wie die Erde alt ist. Die Gastfreundschaft in diesem kleinen Land zwischen Europa und Asien ist fast heilig. Wir suchen in der Hauptstadt Suchum nach den Wurzeln der Tradition eines Miteinanders, das Menschen gesund altern lässt. In der Akademie der Wissenschaften forscht Ruslan Barsis an der Geschichte seines Landes. In Abchasien haben wir keine Altersheime. Niemand würde die Alten in soziale Einrichtungen für Senioren abschieben. Ein abchasischer älterer Herr, ob er gesund ist oder nicht, ob er eine hohe Position hat oder nicht, genießt den Respekt in der Familie, bis zu dem Tag, wo ihn der Tod holt. Die Spuren früher Besiedlung reichen 3000 Jahre in die Vergangenheit. Die Schwarzmeerküste hat viele Völker angezogen und so eine Kultur der Offenheit geformt. Dabei aber einen archaischen Kern belassen, der den Alltag ohne Worte regelt. Die strikte Rollenverteilung von Mann und Frau ist die sichtbarste Tradition. Die patriarchalische Gesellschaft funktioniert noch. Der Vater ist der Chef. Ihm wird mit Respekt gehorcht. Aber die abchasische Frau ist deshalb nicht im Alltag unterdrückt. Sie hat ihren sichtbaren Platz. Nach Abschua, dem Gesetz des Miteinanders, haben Mann und Frau in der Familie eine gleiche Stellung. Dem Frieden innerhalb der Familien stand oft der Krieg der Völker im Kaukasus entgegen. Abchasien, durch das hohe Gebirge geschützt, bot in der Ebene Zuflucht und ein subtropisches Klima. Wann immer Kriege und Hungersnöte in Russland, Georgien und der Kaukasusregion waren, kamen die Menschen zu uns und blieben. Denn die Natur bot alles und egal, was man anpflanzte, alles gedieh. Aus diesem Grunde wurden die Abchasier von ihren Nachbarn gern als faul bezeichnet. Wir mussten einfach weniger mühsam für eine gute Ernte schuften. Heute ist Abchasien eine Mischung aus postsowjetischer Provinz, Trägermoderne und traditionellem Leben. Die Menschen in der Stadt sind mit denen auf dem Dorf weiterhin sehr eng verbunden. Fühlbare Grenzen gibt es nur wenige. Selbst die, die in der Stadt arbeiten, sprechen oft über ihr Parallelleben nach Feierabend auf dem Land. Ich selbst auch. Irgendwie macht das auch Spaß.
Wir suchen das ursprüngliche Abchasien. Ein familiäres Miteinander. Alte Menschen, die ein respektiertes, selbstbestimmtes und gesundes Leben führen. Und stoßen auf Rauf und seine Familie im Dorf Lichny. Wer faul ist, der hat nichts im Leben. Pflügen, Unkraut jäten, pflanzen. Wenn wir es nicht machen, wovon sollten wir denn leben? Jeder Tag beginnt bei ihm um 7 Uhr morgens mit dem Melken der Kühe. Auch hier sind die Rollen und damit die Arbeitsverteilung strikt geregelt. Die Arbeit des 82-Jährigen endet an der Schwelle zur Küche. Seine 4 Jahre jüngere Frau erledigt die Zubereitung des Käses. Rauf beginnt nun mit dem Pflegeritual. Die Eitelkeit des abchasischen Mannes gehört zur Tradition und folgt auch hier den Sitten der Vorfahren. Unser Wort für schön, eine gute Gestalt haben, ist Abschwa. Davon stammt Abchase ab. Ein Abchasier achtet auf sich. Er mag es, sich hübsch und adrett zu machen. Im Angesicht des Spiegels nimmt er sein Alter mit Humor. Mein Gott, wo sind bloß die Jahre geblieben? In der Küche erhitzt seine Frau 5 Liter Milch für den Käse. Das dafür notwendige Lab, das Gerinnungsmittel für die Milch, ist ebenfalls hausgemacht. Mit Molke aufgegossen werden die Magenschleimhäute eines Kalbes aufbewahrt. Der Rest der Käseproduktion ist Warten. Ab 9 Uhr ist Rauf im Gemüsegarten anzutreffen. Seine Erzeugnisse würden jede Bio-Norm erblassen lassen. Man weiß nicht, was so alles drin ist bei Produkten, die du nicht selbst angebaut hast. Du kaufst es, du kochst es und isst es. Vielleicht bekommt es einen nicht, sodass es besser ist, wenn man es selbst anbaut. So weißt du, was du hast. Zum Beispiel beim Mais. Manche düngen ihn mit Selitra, Ammoniak. Dann werden die Maiskolben riesig, aber wässrig. Und es schmeckt nicht. Es ist besser, wenn es ohne chemische Zusätze von alleine wächst. Dann sieht es auch natürlicher aus und schmeckt am besten. Diese kritische Haltung gegenüber industriellen Lebensmitteln treffen wir im ganzen Land an, da wo die Menschen noch mit dem Boden verbunden sind. Und so wundert es auch nicht, dass in diesem Dorf bis vor einigen Jahren sämtliche Zivilisationskrankheiten unbekannt waren. Bluthochdruck, Herzinfarkt. Damals haben wir solche Krankheiten nicht gehabt. Jetzt tauchen sie langsam auf. Anscheinend gesunde Leute werden plötzlich krank. Es mag sein, dass das auch mit dem Krieg zu tun hat, weil die Menschen seelisch so gelitten haben. Ich war noch nie im Krankenhaus. Die Erzeugnisse aus dem Traditionsbiogarten werden immer frisch, gleich nach dem Pflücken verarbeitet. Brot wird ebenfalls frisch für den jeweiligen Tag gebacken
Und dieser Tag ist ein besonderer. Rauf hat die Tracht der abchasischen Männer angelegt. Seine Frau kann jetzt nach einer Stunde des Wartens den Käse brechen. Das Eiweiß ist geronnen und ergibt am Ende einen Laib von 1 Kilo. Es ist nicht ganz einfach, den Überblick über das Kommen und Gehen im Vier-Generationen-Haus zu behalten. Ganz sicher wohnen 9 Menschen hier. Die drittälteste Tochter ist für das Sieben des Maismehls zuständig. Die Handfertigkeiten werden von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist das, was uns von klein auf beigebracht wurde. Manches haben wir uns abgeschaut, manches wurde uns von den Müttern beigebracht. Maisbrei, oder wie es andernorts auch heißt, Polenta, ist die heimliche Leidenschaft der Abchasier. Er ist das Hauptnahrungsmittel und ersetzt bei seiner Herstellung jedes moderne Fitnessstudio. Die Schwiegertochter arbeitet 1/2 Stunde an der richtigen Konsistenz. Jeder von uns hat seine spezielle Aufgabe, auch wenn wir gemeinsam kochen. Aber ob jung oder alt, kochen, das können wir Frauen alle gleich gut. Wir werden den Maisbrei und die Familie wiedersehen. Zurück in der Hauptstadt Sochum. Rund 1/4 aller 240.000 Einwohner des Landes lebt hier. Sie ist das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum. Wir treffen eine Frau, die die Essgewohnheiten ihrer Landsleute erforscht. Was eint die Abchasier, egal ob Stadt oder Land? Und warum ist der Begriff Abchasier so eng mit dem Wort schöne Gestalt verwandt? Dick sein war bei Abchasiern verpönt. Dicke wurden ausgelacht. Was für einen aufgeblähten Bauch hast du? Traditionell waren alle schlank und rank, auch die alten Leute, nur Haut und Knochen. Eine Fettschicht zu haben, war tabu. Auf dem täglichen Markt der Hauptstadt lässt sich diese Einstellung noch heute wiederfinden. Wer etwas mehr oder sehr viel mehr auf den Rippen hat, ist meist Russe oder kommt von jenseits der Berge. Das reichhaltige Angebot an Früchten und Gemüse spricht eine eindeutige Sprache. Der Abchasier ernährt sich gesund. Ein eindeutiges Lieblingsessen der Abchasier gibt es so nicht. An sich mag man die Vielfalt. Was unsere Tischkultur auszeichnet, nichts Fettes, kleine Portionen, die man langsam kaut. Sich viel Zeit nehmen beim Essen, die Unterhaltung dabei pflegen. Früher gab es ja keinen Stress, also warum sich beeilen? Die häufigsten Gerichte sind Maisbrei, Bohnen, gekochtes Fleisch, besonders Kalbsfleisch, sehr viel Gemüse und Obst, das ganze Jahr über. Und natürlich zu allem ein Gläschen abchasischen Rotwein. Aus der Tradition ergeben sich einfache Regeln für den Alltag. Man könnte sagen, du bist, was du isst. Das Essen sollte qualitativ gut sein, denn was gut ist, nimmt auch der Körper gut auf. Das Essen sollte sauber sein. Das Essen sollte frisch sein. Das Essen wird bei uns gekocht und gleich gegessen. Das ist gesünder. Das ökologisch saubere Essen war wichtig, eben frisches Essen. Suppe kochen und 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren, wie man es heute macht, das gab es nicht. Genau das ist aus der Sicht der heutigen Wissenschaft gesund. Wir reisen wieder ins Landesinnere.
dorthin, wo Abchasien ganz ursprünglich und fast unberührt ist. Hier hat die Alltagskultur ihren Ursprung genommen und wird noch unverändert von den Menschen gelebt. Kurz vor dem Anstieg in das Kaukasusmassiv soll es Dörfer geben, wo die Menschen über 100 Jahre alt werden. In Ajandara begegnen wir dem Wunder der Langlebigkeit. In Gestalt einer sehr alten Frau. Ab und zu mal kleine Wehwehchen, aber richtig krank bin ich nie gewesen. So bin ich 102 Jahre alt geworden. Ich habe ein sauberes Herz. Wenn ich krank wäre, wäre ich nicht hier. Ich werde nicht krank und sterbe nicht. Ich weiß nicht, was mein Schicksal mit mir vorhat. Die alte Frau hat ihr ganzes Leben hier oben verbracht. Ohne Ausnahme. Ihre Urenkelin und sie trennen 98 Jahre. Was sie verbindet, das spürt man. Die freilaufenden Tiere, die Art zu leben und die unberührte Landschaft, all das muss auch vor 100 Jahren so ausgesehen haben. Wir leben hier, wo die Luft rein ist. Unser schmackhaftes Essen kochen wir jeden Tag frisch. So ist es. Vor 5 Jahren habe ich aufgehört zu arbeiten. Gehe ich nicht mal mehr zum Gemüsegarten. Bin ein bisschen schwächer geworden. Ich werde bekocht und kann zum Glück noch gut essen. Jetzt sitze ich nur noch gemütlich hier herum. Meine Mutter hat uns 9 Kinder großgezogen. Alle sind schon gestorben, nur ich bin noch am Leben. Warum bin ich nicht unter der Erde? Was hat der liebe Gott mit mir vor? So bin ich die Einzige noch. Welche Vitalität sie selbst noch vor wenigen Jahren hatte, lässt sich an ihrem Sohn erahnen. Jetzt im Herbst pflückt er jeden Tag die Trauben für seinen Wein. 65 Jahre ist er alt, hat kein Gramm Fett auf dem Leib und ist auf eine etwas verrückte Art sehr lebendig. Die Beeren soll man sammeln, wenn sie reif sind und der Zuckergehalt stimmt. Wenn die Trauben anfangen schon runterzufallen, dann ist es soweit. Dann muss man sich beeilen, sonst gibt es keine Ernte mehr. In den Dörfern nahe der Berge erntet jeder seinen eigenen Wein. Die Ernte ist für den Eigenbedarf. Was er nicht trinkt, verkauft er. Es ist nicht viel am Ende des Jahres. Ich bin sehr flink, obwohl ich im März schon 66 Jahre alt werde. Was das für ein Sternzeichen ist, weiß ich nicht. Vielleicht Hase? Das würde passen, weil ich so flink bin. Ich wünsche allen Menschen, die heute in Abchasien ernten, hier oben eine gute Landung. Hoch oben ernten, gut unten landen.
Mit dem letzten Korb der heutigen Ernte geht es in die Weinmanufaktur. Eine Traubenpresse aus den 50er Jahren erleichtert die Arbeit. Zum Abschied ein Glas und ein Toast. Morgen Abend feiern wir den Tag der Unabhängigkeit, des Sieges Abchasiens. In Gedenken an die Toten, auf dass ihre Seelen Ruhe finden. Ich trinke auf den Frieden. Wir gleiten in die Ebene zurück. Am Vortag des Unabhängigkeitsfestes kommen die Menschen zu einem besonderen Anlass zusammen. Dem Reiterfest. Einmal im Jahr präsentiert sich Abchasien so, wie es sich selbst am liebsten sieht. Archaisch. Stolz, voller Temperament. Reiterspiele und Tänze mit einer Geschichte von mehr als 1000 Jahren. Hier wird uns zu verstehen gegeben, könne man die Seele des Landes sehen. Wir verlassen das Reiterfest und folgen dem Weg eines Mädchens zur Schule. Die Suche nach den Gründen für ein langes und gesundes Leben führt uns in die Grundschule von Lichny. Hier gibt es einen Mann, der die Kunst des abchasischen Tanzes und die des Denkens an die nächste Generation weiterreicht. Unser Tanz zeigt die gesamte abchasische Kultur, die überlieferten Bewegungen. Jeder Tanz besitzt seine ganz eigene, tiefe Bedeutung. Zweimal in der Woche kommen die Mädchen und Jungen nach dem Schulunterricht zum Tanztraining. Es liegt eine beschwingte Stimmung über allem. Wir haben nicht einen gesehen, der das Bevorstehende als mühsame Pflicht betrachtet hätte. Alle Kinder, die ihre nationale Kultur nicht kennen, sind arm dran. Egal wo in der Welt. Dafür sind die Eltern verantwortlich. Das Kind soll seine Geschichte kennen, seine Sprache und seine Tradition. Wenn nicht, verlieren wir alles, was uns ausmacht. Zwei auf der Stelle. Dann auf zwei nach vorne. Und dann dreht ihr euch in welche Richtung? Jungen rechts, Mädchen links, richtig? Probieren wir es mal. Disziplin und Liebe. Die milde Strenge des Lehrers lässt Fehler nicht zu. Doch was in manchen Augen etwas hart erscheint, ist in Wahrheit vielleicht einfach gelebte Verantwortung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drehen. Mach das nicht so. Der Arm muss nach hinten. Richtig. Du machst es so. Ein, zwei. Wo ist der Fehler? Warum machst du es so? Also zwei Hände heben. Probier's nochmal. Eins, zwei. Sieben, acht. Hast du mich verstanden? Gut, mach keine Fehler. Also nochmal. Wir haben das abchasische Wort Alesha. Das steht für Disziplin. Es geht darum, Disziplin und Liebe zu vereinen. Wenn die Kinder dich aufrichtig lieben, dann hören sie auf dich. So folgt der hartnäckigen Ermahnung auch immer die liebevolle Arbeit am Detail.
Vor allem soll man dem Kind keine Angst einjagen. Sowas habe ich schon erlebt. Ich war ja auch mal klein. Drehen! Schwungvoller! Los! Schwungvoller! Drehen! Schwungvoller! Das Kind soll ein musikalisches Gehör haben. Wenn nicht, ist es egal, was du tust. Die Kunst kannst du nicht reinprügeln. Es gibt solche, die mit dem Herzen dabei sind, aber wenn sie nicht richtig hören, können sie nicht mithalten. Öffne! Warum öffnest du nicht? Der Tanz ist Hochleistungssport. Die Kinder werden kaum geschont. Und am Ende haben seine Methoden Erfolg. Sein Ziel ist eine elegante Leichtigkeit mit der Würde und dem Temperament des Kaukasus und eine Gemeinschaft der großen Lebensfreude und der festen Regeln. Auch das gehöre zum Geheimnis eines langen und gesunden Lebens. In der Welt allein sein? Das mag ich nicht. Will ich mir nicht einmal vorstellen. Warum haben wir Hände und Füße? Um aktiv zu sein. Brüder, Schwestern, Freunde, die Alten und die Kinder halten uns zusammen. Das will ich niemals missen. Der 35-jährige Tengiz Jopua wird in Kürze bald selbst Vater sein. Auf der Promenade in der Hauptstadt Suchum findet jeden Abend das Schaulaufen der Singles statt. Egal ob Einheimische oder Touristen, hier zeigt man Figur. Die sich bereits gefunden haben, treten in Familien stärker auf. An solchen Nachmittagen hat Abchasien gleichsam die Leichtigkeit des Südens aufgetragen. Der Tourismus beginnt zu blühen. Die Strände füllen sich langsam, vornehmlich mit Russen. Doch das ist die Schokoladenseite. Zwanzig Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg von 1993 mahnen zerstörte Gebäude noch immer an die Schrecken. Der Krieg war und ist eine Zäsur für die Kultur des Landes. Er hat die Menschen auseinandergerissen. Mit dem Frieden aber hat die materielle Moderne Einzug gehalten. Das Kloster Novi Afon sieht sich als Bastion des moralischen Innehaltens. Der Abt, ein nachdenklicher Mann, mahnt zur Zurückhaltung. Ich glaube, dass die Abchasier ein genügsames Naturell haben. Das abchasische Volk, welches über die Jahrhunderte hindurch mit vielen Kulturen in Berührung gekommen ist, hat viele Werte übernommen. Die Liebe zum Schönen und die Liebe zur Ästhetik. Der Alltag aber ist schnörkellos und schlicht. Was alle eint, ist der immerwährende Wunsch, frei zu sein.
Abt Andrej fürchtet um die Moral seiner Landsleute. Das Fundament der Familie wackelt in den Städten. Mit den Touristen kommt für manch einen Ehepartner auch die Versuchung ins Land. Es hat sich bei uns in Abchasien vieles verändert und Sie sehen es wahrscheinlich auch. Das ist traurig, denn von den vielen Leuten, mit denen wir hier reden, freut sich niemand über die Veränderung, nicht einmal die jungen Leute. Das Neue ist zwar nicht aggressiv, aber unnatürlich für uns Abchasier. Ich denke dabei natürlich an den Tourismus. Trotz der Pluspunkte für die Wirtschaft oder für das Bestehen eines Staates stellt er uns gesellschaftlich vor große Aufgaben. Wir werden mit unseren gestrigen Vorstellungen das morgen so nicht meistern können. Früher haben die Abchasen überwiegend archaisch fern der Küste gelebt. Auch wenn wir wahrscheinlich kulturell nicht untergehen werden, der Abchasier der vergangenen Jahrhunderte, den wird es so nicht mehr geben. Der Jagd nach dem Geld und dem Verfall der Sitten an der Küste stellt die Kirche die innere Einkehr und die Hilfe für Sozialschwache entgegen. Bedürftigen Essen zu geben, ist nur der sichtbare Teil davon. Das, was die Kirche anbieten kann, ist bescheiden. Es geht leider das verloren, was unser Volk auszeichnet, und wir kämpfen gerade für Werte, die schon lange nicht mehr die Werte eines europäischen Menschen sind. Aber für uns stellen gerade diese Werte den Höhepunkt der Glückseligkeit dar. Was wir heute dem Westen anbieten können, das sind vielleicht gewisse familiäre Grundpfeiler, gelebte Traditionen, Respekt vor der älteren Generation. Wir sind noch nicht so satt wie die Industrienationen. Wir wollen noch etwas für uns und unsere Gesellschaft. Im Dorf Lichny bereitet die Familie des 82-jährigen Rauf das Essen für den Unabhängigkeitstag vor. Vater zuliebe veredelt seine Tochter den Maisbrei über dem offenen Feuer. Was in unseren Augen wie die Szenerie einer längst vergangenen Welt anmutet, ist für den alten Rauf schon beinahe zu modern. Damals, zu den Zeiten unserer Mütter, wurde Maisbrei langsamer gekocht. Schmeckte dann auch besser, wurde am Feuer ein bisschen fester und duftender. Die Holzlöffel, womit sie die Polenta rührten, sahen auch anders aus. Heutzutage schnell gemacht. Wir eilen, haben keine Zeit. Zeitempfinden ist relativ. Nach 3 Stunden der Vorbereitung nimmt die Großfamilie an der Tafel Platz. Aus dem Nichts tauchen hier und da noch Gäste auf. Zum Gedenktag der Unabhängigkeit Abchasiens von Georgien spricht das Familienoberhaupt feierliche Worte. Gott, blick auf uns hinab und erhalte uns deine Gnade. Alles, was wir im Leben mit Mühe erstreben, möge er uns mit unseren Freunden und Verwandten mit Liebe und Freude teilen lassen. Wir sind fleißige Menschen, die niemanden stören.
Möge unsere freundliche Art uns Glück bescheren. Euch alles Gute. In diesem Land sind Tischreden lang. Alles, was wir mit Mühe aufgebaut haben, was wir mit Opfern erkämpft haben, die kommende Generation soll es pflegen und bewahren. Am Ende der Tischrede ist so gut wie keine Speise mehr wirklich warm. Auch das hat Tradition hier. Was können wir von diesem kleinen Land am südöstlichen Ende Europas lernen? Wir essen in Maßen. Ich war vor kurzem in Russland. Was die an einem Tag verdrücken, das reicht bei uns für eine Woche. Das rechte Maß, die gesunde, fleischarme Ernährung sind das eine. Aber da ist noch etwas, wovon wir vielleicht lernen können. Die Wertschätzung des Alters. Der alte Mensch lebt bei uns noch immer mit der Jugend zusammen. Die jüngere Generation profitiert von der Weisheit der Alten. Die Alten wiederum helfen den Jungen im Alltag. Und so leben unsere alten Menschen vielleicht deswegen länger, weil sie spüren, dass sie gebraucht werden. Wie lange diese Tradition hier noch Bestand hat, ist ungewiss. Die neuen Werte locken die Menschen an die Küste. Pferde sind nur noch Folklore.